Hallo zum Beispiel Leiter. In diesem Beispiel geht es darum, dass eine 4 Meter lange Leiter an eine Hauswand angelehnt wird und der Winkel zwischen Leiter und Boden muss zwischen 65 Grad und 75 Grad betragen, damit diese Leiter nicht wegrutscht. Wir suchen nun den Mindestabstand, den diese Leiter von der Hausmauer haben muss, beziehungsweise den Höchstabstand, den diese Leiter von der Mauer haben darf. Bei solchen Aufgaben ist es ganz wichtig, dass man immer eine Skizze macht. Ja? Das heißt, ich zeichne jetzt einmal hier ein rechtwinkeliges Dreieck. Diese Seite der Hypotenuse entspricht der Länge der Leiter. Das hier ist die Hauswand, von der man ausgeht, dass sie hoffentlich gerade ist und einen rechten Winkel bildet. Der Winkel hier sind 65 Grad und gesucht ist dieser Abstand hier D1. Die zweite Situation ergibt sich, wenn die Leiter etwas näher an die Wand geschoben wird. Dann habe ich hier einen Winkel von 75 Grad. Die Länge der Leiter bleibt natürlich unverändert mit 4 Metern. Und hier habe ich einen Abstand D2 zu berechnen. Also wir haben hier zwei rechtwinklige Dreiecke. Bei beiden kennen wir den Winkel, die Ankertäte und die Hypotenuse. Also es ist ganz wichtig, dass wir dann den Kosinus verwenden. Der Kosinus eines Winkels Alpha ist immer die Ankertäte durch die Hypotenuse. Gut, also, ersten Dreieck angewendet haben wir Kosinus von 65 Grad entspricht dem Quotienten aus Ankertäte zu Hypotenuse. Das kann ich ja leicht umformen, indem ich hier mit mal 4 multipliziere, erhalte ich 4 mal den Kosinus von 65 Grad entspricht dieser eine Abstand D1. Das können wir ausrechnen und das ergibt 1,69 Meter gerundet für D1. Das zweite Dreieck hergenommen. Dort haben wir den Kosinus von 75 Grad, entspricht dann wieder dem Verhältnis aus Ankertäte zu Hypotenuse, also D2 zu 4 Metern. Das Ganze mit 4 multipliziert, ergibt dann 4 mal den Kosinus von 75 Grad, ist dann dieser zweite Abstand. Das hier ausgerechnet ergibt in etwa 1,04 Meter gerundet. Das heißt, wir haben einen Mindestabstand von 1,04 Meter und einen Höchstabstand von 1,69 Metern. Wir haben das Beispiel also gelöst.